Heyo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Guild Wars 2. So, jetzt muss ich erstmal ganz kurz gucken, ich wollte euch einiges zeigen. Es hat sich vieles getan und zwar, wir sind mittlerweile 12 Mitglieder in der Gilde und davon sind alle sehr aktiv. Es gibt manche, die jetzt halt ja, Slay Sun zum Beispiel so, das ist nicht so schlimm. Die haben gesagt, die haben dann halt immer Richtung Wochenende dann weniger Zeit. Es, wie gesagt, es gibt ja keine Aktivitäts Pflicht bei uns oder sonst irgendwas. Wir sind auch mittlerweile schon Stufe 3 in der Gilde. Und ich habe jetzt auch aufgrund dessen, dass wir größer geworden sind, eine kleine Seite. Muss ich mal gucken, ob man das sieht. Halt, komm mal hier rüber. Boah, jetzt kriegen manche vielleicht Augenkrebs. Und zwar ist das eine Seite für Heavenswind. Das ist unser Gildenname. Hier unten haben wir halt dann, was jeder spielt. Hier trägt jeder ein, welchen Server er hier halt mitmacht. Raids, Vorlieben von Spielern können alle mit eingetragen werden. Zum Beispiel hier auch sehr gut für ein Raid, dass ich das halt einteilen kann. Ungefähr, dass ich das halt weiß. Ele, Kondi oder Berserker, Necro, Tank oder Kondi, Ranger, DPS oder Support. Seht ihr ja schon alles, das ist richtig gut. Dann habe ich auch noch eine kleine Umfrage gestartet halt, wie es aussieht mit den Terminen. Wie gesagt, das ist ja alles freiwillig, aber ich fragte halt die Gilde mit einer Abstimmung, wann jeder Lust hat, die Gildenmission zum Beispiel zu machen. Und bis jetzt wird es definitiv Freitag werden, weil manche gesagt haben, ja, Sonntag ist der letzte Tag. Kann ich voll verstehen. Ich meine, ich kann jetzt auch hier oben ganz einfach sagen, Montag bis, ich habe eigentlich jeden Tag bis auf Samstag Zeit, Lust. Und ja, das habe ich jetzt einfach mal so offen gelassen, habe dann guckt da immer mal wieder rein jetzt täglich. Und ja, uns wurde auch von einer alten Community von mir jetzt gestern das TS mit angeboten. Und ich habe das erst mit den Leuten geklärt. Also klären lassen dann und auch dann nachgefragt, ob das dann halt möglich ist. Dann halt auch, dass ich dann dort Admin bekomme. Also der, das ist halt ein TeamSpeak 3 Server, der nicht so wie diese ganz normalen Standard-Server bei Nitrado laufen. Nein, das ist einfach ein TeamSpeak 3 Server, der einfach über einen privaten Server läuft. Also einfach, er hat sich den Server-Klienten runtergeladen und dann lässt das Ding halt auf seinem Mini-Server, was auch immer, das ist halt laufen. Und ja, das war's auch schon. Damit haben wir schon einen riesen Vorteil. So, und ihr seht schon, wir sind dabei, die Gildenhalle auszubauen. Wir sind hier in der Schenke. Das hat bis jetzt, ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich habe bis jetzt noch keine 100 Gold in die Gildenhalle mit reingesteckt. Es gab schon viele fleißige Spender aus der Gilde. Süße Beute. Und es ist dennoch halt extrem teuer, auch wenn wir noch am Anfang so klein sind. Ich meine, es gibt jeder sein Geld dazu. Materialien, was man so kriegt. Ihr seht ja hier elonischer Wein, Mithril, Holzplanken. Fässer sind vor allem das teuerste. Die kosten fast 2 Gold. Werden vom Juwe hergestellt. Wusste ich zum Beispiel. Ne, vom Koch. Ja, Koch, glaube ich. Oder zum Beispiel diese getrockneten Lederflecken. Alles extrem teuer, theoretisch. Aber es geht. Als nächstes wollen wir halt dann hier den Sammelbonus ausbauen, dass wir halt dann diesen kostenlosen Sammelbonus uns holen können. Und ja genau, die Werkstatt wird dann als nächstes irgendwann mal angegangen. Uwaik haben wir schon, jetzt kommen fehlen noch ein paar Mithrilbarren. Violen mit Leinsamen, also ich habe es probiert so viel zu sammeln, also so viel kriege ich gar nicht zusammen, das ist der Wahnsinn. Ja und ansonsten thermokatalytische Essenzen, elonische Lederflecken, das ist das, was uns wahrscheinlich am meisten wehtun wird. Ihr seht schon Ethereum, wir haben es ein bisschen ausgebaut seit dem letzten Mal. Das heißt, es ist auch jetzt schon, es hat jemand ein bisschen die Gilde verschönert hier. Ist halt noch nicht, wir haben halt keine Deko bis jetzt großartig, weil wir auch noch keinen Schreiber großartig haben. Ich glaube, wenn ich jetzt übertreiben müsste, würde ich mal meinen, dass mein Schreiber bis jetzt so ziemlich mit der höchste in der Gilde ist. Und würde ich wahrscheinlich nicht mal so falsch liegen.
Aber wir sind doch schon, also ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Und wow, wir haben ein Level Up gemacht. Cool. Jetzt muss ich gucken. Ich hatte Dolch und war das ein Fokus? Ich glaube schon, ne? Kraftpräzision, Kraftpräzision. Kritischer Schaden wegen Blutung zu. Treffer heilt verbündet. Nö, nehmen wir das hier. Oh, und jetzt könnten wir auch unsere Elite-Fähigkeiten benutzen. Was ist Na, jetzt gucken wir los? mal. Und zwar gibt es ja hier jetzt noch den Dikebau. Das habe ich gestern ausgebaut hier. Dafür habe ich noch ein paar Runen gekauft und noch ein bisschen Holz gefarmt. Und im Endeffekt macht das meistens hier, produziert Ethereum schneller. Erhöht die Lagerkapazität von Ethereum. Produziert Ethereum schneller. Mehr ist das im Endeffekt alles gar nicht. Das Wichtigste ist bloß, dass bald dann, umso größer die Gilde wird, also auch von den Membern her, umso schneller geht es auch mit dem Ausbauen. Und darum ist es auch wieder mein Aufruf. Ich wollte zwar ein extra Video sozusagen als Gildenwerbevideo machen, aber ich glaube, das mache ich dann leicht, wenn es ein bisschen besser in der Gildenhalle aussieht. Weil bis jetzt weiß ich noch nicht, was. Weil stehen tun wir bis jetzt so für Multigaming-Gilde. Es gibt bei uns zwei, die viel PvP machen. Ich meine, ich mache auch jetzt einiges an PvP. Aber ihr seht, wenn ihr jetzt hier reinguckt, ich habe schon wieder einen Zeitmalus von minus 60. Bin aber Silberspieler, theoretisch. Durch den Zeitmalus aber Bronze. Und ja, das ist halt, ist auch nicht so schlimm jetzt. Muss ich bloß mal gucken, dass wir noch unsere Fähigkeiten. Glyphe. 60 Sekunden? Ja, genau. Wir wollten zuerst die Elementar-Glyphe nehmen. So, da habe ich noch ein bisschen was ausgebaut. So, und jetzt haben wir dann hier hinten die Spezialfähigkeit. Wir könnten jetzt das Erdelementar rufen. Müssen wir aber nicht, denn wir könnten auch im Ruf 2 Balthasars Hunde herbei. Aber das werde ich erstmal gucken. Denn ich werde erstmal das probieren. Die Glyphe der Elementare. Weil die Menschen haben ja, es hätte jede Rasse seine eigenen speziellen Elite-Fähigkeiten. Und mit dem Grand Schnitter habe ich nie was zu tun gehabt damit. Melandrus Avatar noch nie was damit zu tun gehabt. Ich meine, wir hatten dann Segenszuwachs, 3 Sekunden Stabilität und das kriegen wir alle 3 Sekunden wieder mit 3 Stacks. Die Balthasars Hunde, die sind extrem gut, halten aber nur 3 Sekunden und das Elementar hält halt 60 Sekunden, hat nur 90 Sekunden Abklingzeit. Von daher wird das, denke ich mal, dann auch das, was bei uns dann hier so ja, halt abgeht. Jetzt von der Skillung her. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr euch dann auch zum Beispiel dann auf dieser Seite hier, ihr könnt da eintragen. Und ja. Wie gesagt, Gildenbewerbung immer noch an mich. Hier oben ist der Name. Da könnt ihr dann halt gerne eure, ja, ein kleines Bewerbungsschreiben. Müsst ihr jetzt nicht mal, müsst ihr euch bloß vorstellen, wie alt ihr seid. Wie gesagt, 18 plus. Das klappt auch in der Gilde sehr gut. Ich habe auch jetzt keinen erlebt, der irgendwie gesagt hat, oh ja, Bin ist alles schneller als ein scheiße. Centaur. Ich meine, ich hatte solche Gespräche schon mit welchen, die sich interessiert, also angesprochen gefühlt haben für die Gilde. Wo ich dann auch sage, da waren welche dabei, die hatten komplett abgedrehte Fantasien. Wie der eine hat gesagt, ja, ich mache bloß mit, wenn ich in einer hohen Position bin. Also mindestens ein Offizier, dann habe ich gesagt, na, also Offizier, da muss ich erst mal arbeiten. Nee, na, so fangen wir gar nicht erst an. Weißt du denn nicht, wer ich bin? Und dann habe ich geschrieben, nee, keine Ahnung, was du bist. Da war der Typ halt etwas beleidigt und hat gesagt, ja, dann mache ich halt nicht mit. Und dann habe ich gesagt, nee, interessiert mich nicht. Weil ganz ehrlich, glaubt mir Leute, solche Leute müsst ihr nicht in eurem Teamspeak haben oder überhaupt nicht in der Gilde, weil sowas. Was bringt euch jemand in der Gilde, der gleich von Anfang an irgendwelche abgetretenen Wünsche hat? Und ja, ist halt komisch. So, und ehe ich jetzt noch eine neue Mission anfange, werde ich jetzt mit euch noch die letzten 5 bis, ja, 5 bis 7 Minuten so ein bisschen die Map erkunden hier, die Kessex-Hügel.
Wenn ich jetzt eine Mission anfangen würde, die dauert definitiv länger als 5 Minuten, das würden wir nicht schaffen. So. Muss auch demnächst mal wieder Bin meinen schneller PC als ein aufräumen. Ich habe wieder Centaur. viel zu viel Müll auf dem Rechner. Und ich glaube, die Gildennachricht müsste ich dann auch bearbeiten, weil jetzt haben wir ja ein TS, was groß genug ist. Dann könnte ich das zum Beispiel auch mit in die Gildenwerbung mit rein einfügen. Ach, Führt die Feuer Balthasars. ja, ich habe mich gerade wunderbar wechselt, er hat nicht die Einstimmung. Und ja, da ist mir eingefallen, geht ja gar nicht. Ich bin nicht auf das kleine Symbol da oben drückt, links von der 1. Ich weiß gerade den Namen nicht davon. Oh Moment, ich bin noch in der falschen. So, jetzt habt ihr auch wieder das Yui Mario hier unten stehen. Ist echt krass. Ihr habt das nicht so in Erinnerung gehabt. Ich hab letztens hier. Ach so, übrigens, wenn ihr den 100% Map-Erfolg schon mal gehabt habt, bevor Heart of Thorns rauskam, dann habt ihr bestimmt dasselbe Problem gehabt wie ich, dass ihr zum Beispiel dann, ihr kamt rein und Wasser. habt keine 100% mehr gehabt. Das ist aber wiederum kein Problem, denn in dem Moment, wo ihr das nochmal die fehlenden Sachen abschließt, das sind zum Beispiel bloß Aussichtspunkte, die ein bisschen versetzt wurden, damit sie schneller zu erreichen sind, dann bekommt ihr sogar nochmal zu 100% die Map-Belohnung. Und zwar zum Beispiel, wenn wir jetzt die Kessex-Hügel angucken würden, halt falsch. Wo haben wir es? Kessex-Hügel. Dann bekommt ihr zu 100% nächste Belohnung. Winziges Totem oder halt den geladenen Span, die Farbe. Und wenn ihr das einmal in der Woche kriegt, bekommt ihr sogar noch einen Schlüssel dafür. Ihr bekommt EP dafür. Und wie gesagt, ihr bekommt meistens zwei Handwerksgegenstände, eine Farbe, einen Schlüssel oder halt Transmutationsladung. Irgend sowas in der Art bekommt ihr halt immer. Und das Zeug ist halt nicht gerade wertlos. Also da gibt es schon wirklich ein paar Sachen, wo man sagt, richtig gut. Richtig viel wert. Champion. Jede Popo-Rote. Okay. Den möchte ich nicht alleine machen. Den machen wir auch nicht alleine. Den würden wir nicht überleben. Hier drüben haben sie einen toxischen. Hier sind zwei toxische Ableger. Okay. Also hier sind welche gewesen, weil hier sind diese toxischen Sprösslinge. Magellose toxische Sporenprobe. Hurra! Ja, sehr schön. Ja, den kleinen Server, den ich jetzt für Minecraft hatte, wo Skyblock drauf war, da werde ich mir demnächst die Daten von der World runterziehen. Aber das ist halt so, ja, das ist mal jetzt Monat gewesen. Meins, alles Aber es spielen halt meins. nicht genug Leute. Oder zumindest, ich spiele alleine und Tim macht noch ein bisschen mit und ja, zu zweit ist halt auch dann ziemlich schnell dann die Luft aus Skyblock raus. Ich würde es gerne weiter durchziehen, aber das denke ich mal, das würde ich dann bloß noch im Singleplayer machen. Ja, ansonsten gibt es irgendwas Neues zu erzählen? Nö. Ich habe jetzt aus meiner neuen Computerecke, habe ich vorhin mal sauber gemacht, mal den ganzen Staub zu entfernen aus dem Computer. Und muss mir dann wahrscheinlich für den Sommer was einfallen lassen. Einen kleinen Lüfter, der definitiv die warme und also die heiße Luft dann im Sommer von meinem Rechner unterm Tisch wegbringt, weil das wird sonst ein Problem geben. Und zwar, wenn ich sage ein Problem, dann wird das ein Riesenproblem. Das ist jetzt schon grauenvoll. Ich meine, das habe ich mir selbst zuzuschreiben gehabt beim ersten Mal. Da habe ich einen Rechner doof hingestellt. Aber es muss ja nicht immer so sein.
Habe ich auch ein gutes Kühlmittelmanagement. So, Kühlmanagement kann ich es mal so nennen. Ist also einfach so eine gute Anordnung von den Lüftern drin. Passt schon. Oh, ey. Oh. Komm, steh auf. Jetzt gehen wir noch ein bisschen rum, Feuer löschen. Hallo, sind hier Feuer? Ja, hier. Alles voll. Gut. Okay. Und hier unten brennt es gleich wieder. Interessant, interessant. Hier drüben ist auch wieder was. Und ich würde mal sagen, wenn wir dann jetzt hier diese Quest hier beendet haben, gehe ich noch den einen Punkt hier unten einnehmen. Dann haben wir diese Folge sozusagen auch abgehandelt. Da habe ich zwar wieder ein 2 Tage bisschen, ja, Versatz drin zwischen den Missionen und jetzt halt ein paar Informationen über die Gilde, aber ich meine, denke mal, es stört euch auch nicht, wenn ihr ein bisschen über die Gilde am Laufenden gehalten werdet, oder? Oh, hier kämpfen sogar mehr jetzt. Und ihr dachtet, dieser Schmerz seid echten Schaden anzurichten. Okay, das sieht jetzt schon ein bisschen besser aus. Ein großer Feuerelementar, ein kleiner Feuerelementar. Wasser. Und noch ein kleines Feld hinlegen. Also beeindruckende Kombination. Ein großes Feld sozusagen. Los, Brutzel. Ganz vergessen, dass ich den heute mal aktivieren kann. Interessant, der Mage kann aus dem Gehen her casten. Die meisten anderen Magierklassen können das nicht. Oder zum Beispiel der Krieger, der muss auch stehen bleiben. Das Auge des Sturms. Los, brennen! Brennen! Ist egal, wir haben ihn. Und kommt noch der andere? Nee, sehr schön. Die Fluten fließen, wenn ich es will. Moment, wird die Zeit erst... Ach, das ist natürlich gemein. Die Zeit zählt erst dann runter, wenn die 60 Sekunden, was das Elementar ja am Leben geblieben ist, ausgelaufen ist. Schade. Aber wieder was dazugelernt. Das ist jetzt für mich, ich wusste das halt nicht. So, jetzt haben wir die Quest auch beendet. Und dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge ziehen wir einfach dann, ja, ein bisschen weiter durch. Dann werden wir uns hinsetzen und halt wirklich die nächsten Hauptquests von Level 30 halt durchzuziehen. Und würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.